So, von einem Jumpscare geht's in den nächsten. Ja. Kennt ihr die beiden noch? Wie ist die recht nochmal? Theresa? Tamara oder sowas? Irgendwas mit T, ne? Der Drill Sergeant, ja. Thea. Ernsthaft? Wenn ihr sagt, irgend sowas, ne? So, auf jeden Fall hat Steffen Ostwald ein Video hochgeladen namens Ein Korb von Farid Bang. Da ist wohl harter Beef in der Luft zwischen dem Drill Sergeant und dem Banger. Wir gehen mal rein, wir hören uns mal an, was der Bruder zu sagen hat hier. Hallo Wetterzuschauer. Ja, wir haben gerade Farid Bang getroffen. Farid Bang hat er gerade getroffen hier. Wir haben ihn angesprochen, ich habe ihm mitgeteilt, dass ich ihm mal ein Video aufgenommen habe. Ein meiner Meinung nach sehr lustiges Video. Ach, er hat also wie mir auch ein Farid Bang mal ein Grußvideo gemacht. Ja, er hat ja mir damals auch nach meiner Reaction ein Grußvideo gemacht. Hat mir gesagt, dass er mich ganz cool findet. Und subtil, auf jeden Fall mit seinen Augen zumindest, ja, mich auf jeden Fall eingeladen in seine Love Ranch, um dort da auch mal mich einzufinden. Ja, das hatte ich bisher leider keine Zeit zu. Schade, ja. Schade, dass Farid da anscheinend zu abgehoben, zu Fame ist, ja, Star-Allüren zeigt, um dem Steffen Ostwald da mal zu antworten, ja. Online, das war auch in dem alten Kanal online, ja. Da sind dann und einmal Franziska und einmal ich mit unseren Ärschen durchs Bild gelaufen. Wir hatten sag mal, ja, da bietet er hier direkt dem Farid Bang das Fleisch an hier, ja. Franziska und Thea zeigen sich direkt lassiv und obszön. Ja, das ist dem Farid dann wahrscheinlich auch zu viel Haut auf einmal, ja. Hat natürlich Unterwäsche an, ja, YouTube-Gerät. Ja, wie war denn dein Eindruck von Farid gerade? Jetzt wird wahrscheinlich hart geschossen, ne? Weil ein Korb von Farid Bang klingt auf jeden Fall nicht positiv. Sehr distanziert, noch lange nicht so locker und cool, wie ich ihn aus seinen Videos kenne. Nein, ja, wenn Steffen Ostwald und Thea dem Farid da anspringen und sagen, ey, Farid, du hier, dann ist Farid distanziert. Ich hätte gedacht, der rutscht direkt über beide drüber hier. Also wenn man mal so Interviews mit ihm sieht, also einfach so unnahbar, ja, also ich kenne das, ich meine, wir sind keine Prominenten wie Farid Bang, aber wenn uns Leute einfach so anrufen, das habt ihr ja schon oft genug gemacht, gehen wir da dran, es gibt tolle Videos, man kann, also wir sind... Ja, man muss aber auch vielleicht überlegen, vielleicht kennt der Farid Bang hier auch die Videos des Drill Sergeants und hat ganz genau gewusst. Wenn ich jetzt hier was Falsches sage, dann kriege ich die verbale Packung. Aber komplett, ja. Der Drill Sergeant sollte auf jeden Fall immer gute Laune haben. Denn wenn man dem Drill Sergeant ans Bein pinkelt, ja, da scheppert dir der mit einer schreienden Rede den Wirsing weg. Das vergisst du ein Leben lang nicht, ne? Der hat auch einen Banger-Respekt hier vor, ne? Na, aber ja, man kann mit uns reden, in Kontakt treten. Und das hat mir bei ihm jetzt gerade, habe ich nicht den Eindruck, als wäre er irgendwie interessiert, mit uns in Kontakt zu treten, ja. Ja, das ist ja eine bodenlose Frechheit hier, dass der Farid Bang nicht interessiert ist, mit Thea und dem Drill Sergeant aka Steffen Ostwald in Kontakt zu treten. Vielleicht ist der Banger wirklich auf seine alten Tage abgehoben geworden hier, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, weil ich finde auf jeden Fall, auf dem Papier klingt das erstmal so, als ob die sich gut verstehen würden. Ja, das ist ja halt auch einfach scheiße. Ja, man kann auch sagen, Stock im Arsch, also richtig so. Ja. Boah, jetzt muss er sich natürlich hier einiges gefallen lassen, der Farid, ne? Denn der Drill Sergeant ist obviously not amused und schießt jetzt hier scharf, Bruder. Und scheut sich auch nicht davor, explizite Worte zu wählen hier, ne? Klare Worte an den Banger gerichtet. Ob sich Farid Bangs Karriere davon nochmal erholen kann, bleibt abzuwarten. Er tut halt immer ich so hätte cool. Mir auch gerne Thea angeboten, aber... Der Geier. Viele fragen sich, woher Kollege eigentlich die Idee hatte für dieses Suater-Rap-Image. Steffen Ostwald hat's erfunden, meine Freunde, ne? Wenn man sich so scheiße verhält... Und sich auf seinen Ruhm ausruht, ja, dann ist halt nix, ne? Ja.
Also und das war jetzt einfach mal ein kurzer Eindruck. Ja, schade, ne? Da hat Farid Bang auf jeden Fall hier die Chance verpasst, vielleicht auch mal mit Thea und dem Drill Sergeant hier zusammen Matratzensport zu betreiben. Was geht, Marvin? Kommt eine Reaction auf das Flair-Snippet? Nee. Das kommt doch schon einen Monat raus, das Ding. Ja, also ich bin jetzt nicht so scharf drauf, mir das reinzuziehen. Ich gehe lieber unvoreingenommen ran an den Welle-Sampler. Aber wir geben uns den Welle-Sampler am 5.5. abends hier im Stream auf jeden Fall. Okay, das können wir machen. Gut, ja, dann ist halt nichts, ne? Ja. Also und das war jetzt einfach mal ein kurzer Eindruck, den wir halt erhascht haben bei den 30 Sekunden, die wir ihn getroffen haben. Also bei dem ganzen Glanz und Glamour, wenn man dann mal so hinter die Fassade schaut, ist dann meistens doch nur hohl. Aber das ist ja bei vielen Menschen so, das hat auch gar nichts mit... Ja, das muss er sich jetzt gefallen lassen, der Banger. Ne? Ich glaube auch, das war's nicht hier. Ich glaube, Steffen Ostwald wird auf jeden Fall noch einen Diss-Track machen gegen Farid. Und dann... Es wird eng, ne? Die Schlinge um Farids Hals schnürt sich immer enger, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Eieiei. Aber wo sind die hier gerade? Ist das hier Tulum oder sowas, Digga? Ne? Farid zu tun. Nö. Ja. Und der kann den natürlich, der hat bestimmt auch eine... Der hat's auch gar nicht nötig. Ja, ja, ey, was willst du denn auch mit einer Flachbirne mit mir kommunizieren? Ja. Man merkt auf jeden Fall, der Steffen Ostwald ist not amused. Das ist auf jeden Fall nicht gut für Farid, Digga. Scheiße, Mann, ey. Hm. Ja. Ich kann halt nur ficken. Ja. Hilfe, Hilfe. Gut. So viel zum Thema Steffen Ostwald. Steffen Ostwald ist auf jeden Fall back. Ja. Steffen Ostwald hat sich nicht komplett aus der Deutschrap-Szene zurückgezogen nach seinen Smash-Hits, die er rausgebracht hat letztes Jahr. Ist auf jeden Fall noch hier das letzte Wort nicht gesprochen. Es wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wer als nächstes unfreiwilligerweise, muss man natürlich sagen, in die Zielscheibe des Dressages hier sich begeben wird. Crazy, ja? Crazy, crazy, crazy. Thea Remmel heißt die übrigens, die Dame. Ne? Thea Remmel. Können wir seinen Song nochmal hören? Ne. Definitiv nicht.